Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr denkt auch so, wo ist der Kerl? Ja, Location-Wechsel, denn ich habe ein riesen Paket von Wish bekommen, wie ihr es schon im Titel gelesen habt. Und zwar habe ich einen Gaming-Stuhl von Wish hier am Start. Das Video ist wieder in Zusammenarbeit mit Wish. Kuss und Gruß geht raus. Ihr wisst Bescheid, nachher gibt es noch einen fetten Rabattcode. Und bis dahin, bleibt auf jeden Fall dran, checkt Wish ab, lasst den Menschen Liebe da. Wie ihr seht, Riesenkarton, deshalb habe ich jetzt auch die Location gewechselt, denn in meinem Aufnahmezimmer würde ich das nicht richtig gut auf die Kamera kriegen, deshalb habe ich das hier. Wie man unschwer erkennen kann, ist hier ein riesen Gaming-Chair drauf und hier steht auch Gaming Racing Office Chair, das heißt, ich kann im Büro schön Rennen fahren. Nee, Spaß beiseite. Ich habe einen relativ nicen Stuhl ausgesucht. Der Stuhl kostet inklusive schnellem Versand 147 Euro. Das geht auf jeden Fall schon mal durch für einen Gamingstuhl. Bin sehr gespannt. Wir machen auch direkt auf. Hier steht drauf, kein Cuttermesser benutzen. Das benutze ich auch nicht, denn ich benutze eine Schere. Wir machen einmal aus. Der Karton sieht schon ein bisschen ramponiert aus. Er kommt aus Spanien. Habe ich erstmal steht hier ES für Espanol und zweitens habe ich es im Tracking gesehen. Ich hoffe auf jeden Fall, es ist alles heil geblieben. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst vor. Denn wenn ich bei dem GLS-Fahrer ins Auto geguckt habe, da... schwierig. Allerhand Stuff am Start. Ich packe den Karton einmal vom Tisch und wir räumen den ganzen Shit mal auf den Tisch. Wir haben hier eine Armlehne, Räder, die Rückenlehne. Maschallah, die sieht aber richtig cool aus. Das ist Rückenpolster, glaube ich. Dann haben wir hier noch das Sitzpolster, die Schrauben oder was weiß ich, Werkzeugkram halt. Das Fußgestell, die zweite Armlehne und die Gebrauchsanweisung, die genau aus einem Zettel besteht. Ja, perfekt. Gut, ich packe jetzt erstmal alles aus dem ganzen Kunststoff aus. Hier muss man schon mal sagen, schön Alu, also fühlt sich hochwertig an. Ist auf jeden Fall nicht zu easy, also wirkt schon hochwertig auf jeden Fall. Braucht so oder so einen neuen Stuhl schon ewig. Das ist die Sitzfläche. Da ist nämlich so ein ausklappbares Kissen bei, das fand ich auch übel nice. Was halt direkt jetzt instantly schon mal auffällt ist, dass hier Reißverschlüsse dran sind. Das ist die Rückenlehne. Sieht übel nice aus, oder? Wie so ein schöner Racing-Sportsitz. Ich check hier mal die Anleitung ab. Beziehungsweise wir gucken einmal, was in dem Karton drin ist, der da mit bei war. So, hier drin haben wir nämlich noch ein T-Stück, den Zylinder, das Rückenstück für die Rückenlehne, ein paar Schrauben und einen Innenbusschlüssel. Wir fangen mal an mit der Anleitung. Zuerst sollen wir hier die Füße ranmachen. Das ist ja meistens relativ easy. Die werden einfach wahrscheinlich hier reingedrückt. Zack, zack, zack. Last but not least. Räder sind dran. Dann sollen wir den Zylinder da reinmachen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also wir sollen jetzt die Bodenplatte nehmen. Da sollen wir die vier vorinstallierten Schrauben wieder rausdrehen. So. Dann kommt der Schlumpf da rauf. Ja, und jetzt sollen wir die Schrauben wieder nehmen wahrscheinlich, oder? Das heißt, jetzt kommen die Schrauben wieder rein. So, das kommt hier wieder ran. Sind jetzt alle fest. Das haben wir auch erledigt. Jetzt sollen wir tatsächlich schon das Teil auf den Stuhl hier packen. So, das haben wir. So, dann sollen wir von der Rückenlehne auch die befestigten Schrauben entfernen. Das ist halt geil, dass das alles nur eine Schraubengröße ist. Also nicht, dass man hier 20 Mal das Werkzeug wechseln muss, wie man das so von anderen Herstellern gerne kennt. Dann musst du hier einen kleinen Innenbus, da einen großen Innenbus. Hier sind auf jeden Fall schon mal längere Schrauben am Start. The Groove Face Outward. Also so soll das dann wieder ran. Es macht keinen schlechten Eindruck, muss man sagen, qualitechnisch. So. Ich krieg die eine Schraube da jetzt nicht rein. Why? Okay, jetzt kommt sie. Das ist fest. Jetzt sollen wir tatsächlich das schon da rein örkeln. Und zwar kommt das jetzt hier hinten rein. Zack. So, soweit sind wir jetzt. Jetzt können wir hier die Höhe der Lehne noch machen. Ich denke, ich werde so ein Mittelding nehmen. So, jetzt kommen Press Down, Bandit, Tiber. Das haben wir gemacht. Und jetzt können wir die Seitenteile ranbauen. Und zwar, genau dafür haben wir jetzt Schrauben hier dabei. Hier an der Zahl.
mit Scheibe, damit die sich nicht beim Hoch- und Runterdingsen auswirkeln. Ja, tatsächlich ist hier das Gewinde verbogen. Wahrscheinlich vom Transport. Wie kann ich das jetzt umgehen? Gar nicht. Okay, also da trifft Wish natürlich keine Schuld. Das ist natürlich ein Transportschaden. Ich jetzt zumindest mal von aus, weil der Karton halt so ramponiert aussah. Also es ist jetzt leider ein bisschen schief. Ich mache das jetzt trotzdem so und dann bringe ich ihn gleich anders hin. Weil sonst hätte ich den nicht hingekriegt. Also hier leider Transportschaden am Start. Muss mal gucken, ob ich das beim Support tatsächlich mängeln werde. So, aber nichtsdestotrotz können wir das natürlich trotzdem machen hier. Können wir ihn ein bisschen hinbiegen? Jawohl. Also war tatsächlich ein Transportschaden, kein Qualitätsschaden. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich immer, aber wenn man sich zu helfen weiß. Ja, jetzt geht er rein. Das ist doch halt ein Beinbruch. Wir kommen langsam dem Ende entgegen. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. So, der ist endlich fest. Ich mache mit dem nochmal ein bisschen fester hier. Und ich habe schon gesehen, was halt richtig nice ist. Und zwar sind hier so kleine schwarze Kappen. Die kann man jetzt schön darauf machen. Und zack, so sieht man keine Schrauben, kein Loch. Das finde ich mega gelöst. Da habe ich bei größeren Herstellern schon Probleme gesehen. Das Ganze kommt jetzt auf der anderen Seite. Das heißt, hier auch einmal wieder. Dann ist der Stuhl schon fertig zusammengebaut. Also Zusammenbauung geht jetzt ja überfix. So. Kommt jetzt noch eine schwarze Kappe drauf und hier die zweite. Und dann ist der Stuhl fix und foxy, Alter. Jetzt kommen noch die Rückenkissen und das Kopfkissen ran. So, haben wir das Lendenwirbelkissen. Das kommt. Also wir haben hier ein Lendenstützkissen. So, und dann haben wir hier das Kopfkissen. Fertig ist der Stuhl, Alter. Es sieht schon mal. Also er sieht schon mal geil aus, von der Seite aus. Also diese Schalensitze, übel nice. Er ist natürlich jetzt sehr tief, muss man sagen. Jetzt nehmen wir mal Platz. Okay, das ist geil. Okay, man kann ihn so verstellen. Und ich denke mal, wenn man hier den Hebel... Ja genau, also wir können verstellen, dann können wir ihn festmachen. Dann bleibt er fest oder tatsächlich so einstellen, wie man will. Das heißt, so wäre jetzt meine Sitzposition. Und von der Höhe her... Ist auch optimal. Dann haben wir noch hier das Kissen. Das können wir hier schön rausfahren. Umklappen. Und dann hat man schön so ein Liegekissen. Und kann schön Lazy zocken oder so. Also ich muss sagen, Sitzkomfort ist geil. Ich weiß noch nicht, ob das mit dem Lendenwirbelkissen, ob ich das so feiere. Aber das ist ja super easy abnehmbar. Kopfkissen finde ich sehr geil. Weil das finde ich übel nice. Und Quali. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Klar, meistens werde ich in der schneidenden Position nehmen. Die Armlehnen könnten tatsächlich ein Tick weiter vorne sein. Wäre geiler, aber stört mich die Rückenlehne. Also Armlehnen könnten ein Tick weiter vorne, aber das ist normal was. Individuell ist, manche mögen es eher so, manche mögen es eher so. Aber sonst muss ich sagen, übel geil. Und optisch gefällt mir mega gut. Also optisch 10 von 10. Ich werde vielleicht sogar hier nochmal ein Festival drauf drucken. So, und damit verabschiede ich mich mal im Sitzen. Geil. Ich habe endlich einen neuen Stuhl. Mein Alter, der ist schon dreimal zusammengeschraubt gewesen. Echt mega nice. Danke nochmal für die Kooperation, Wish. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht es natürlich noch ans Eingemachte. Und zwar, wenn ihr diesen Stuhl haben wollt, könnt ihr unten in der Infobox direkt auf den ersten Link klicken. Da findet ihr direkt den Stuhl. Und ich wäre nicht Tasty Boy, wenn wir nicht mal wieder einen schicken Rabattcode raushasseln würden. Das heißt, mit dem Code TB15 fahrt ihr 15% auf das gesamte Sortiment bei Wish. Das heißt, ihr könnt so viel in euren Einkaufswagen packen, wie ihr wollt. Am Ende der Kasse TB15 eingeben und schön 15% auf alles sparen. Also vielen Dank Wish dafür. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Folgt mir gerne auch auf Social Media. Auf TikTok gibt's Daily Wish Content. Auf Instagram immer das Thumbnail vorab. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr doll über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schaltet nächste Woche wieder ein. Und bis dahin würde ich sagen, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und haut rein. Tschüss.